Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen in meinem Weekly Vlog. Es ist mittlerweile auch schon wieder Freitag. Heute ist Karfreitag. Milke liegt da hinten und pennt übrigens in ihrem Körbchen. Es ist noch super früh, ich glaube, es ist 7:30 oder so. Aber ich bin schon komplett fertig gemacht. Fertig gemacht ist gut, ich habe einfach meinen Onesie an. Denn wir fahren jetzt zu meiner Mama nach Göttingen über Ostern. Ich freue mich auch schon riesig. Hier ist auch relativ wenig los. Oh, krass. Hier ist mega wenig los. Ist nämlich sonst immer so in der Straße. Die ganze Straße ist voll und immer an Weihnachten und so oder jetzt halt Ostern. Wenn alle weg sind, ist es einfach mega leer. Und da sitzt eine ultra fette Taube im Baum. Krass. Naja, whatever. Genau, Milk schläft hier. Milky ist noch ein bisschen Depri, weil sie doch ihre Tage hatte, beziehungsweise weil sie ja läufig war. Und jetzt ist sie noch so ein bisschen, ne? Oh. So, meinen ganzen Kram muss ich jetzt hier noch zu Ende packen. Nein, den Müllsack nehme ich nicht mit, da habe ich Sachen aussortiert. ich packe mal alles in so eine Ikea-Tasche, ihr kennt mich ja. Dann habe ich hier in der Kühltasche schon Milkys Sachen. Die Tasche hat meine Mama hier gelassen, dass ich ihr die mal mitbringe. Danke. Und dann habe ich noch so ein paar andere Dinge, die ich einpacken muss, keine Ahnung. Mein Laptop zum Beispiel oder ich will auch unbedingt meine Drohne mitnehmen. Dann kann ich mal das Haus und so ein bisschen filmen in Göttingen. Ich glaube, da freut sich meine Mom auch. Mal ein paar coole Luftaufnahmen und so. So, und ansonsten bin ich hier gerade mal wieder so ein bisschen am Umdekorieren, ihr seht schon. Hier liegt der Teppich, jetzt hat Milky geschnauft. Hier liegt der Teppich aus Australien, den will ich auch, das ist so ein Fake Kuhfell, fand ich richtig cool, weil ich irgendwie mir hier nicht so ein echtes Kuhfell hinlegen will. Und das mega schön fand, mit so Grau, wie ihr sehen könnt, passt halt in mein Wohnzimmer. Ich bin jetzt nur am Überlegen. Wundert euch nicht, hier fehlt gerade der Bezug, weil ich das alles gewaschen habe. Ich bin am Überlegen, ob ich einen grauen Bezug für das Sofa kaufe. Das ist ja das IKEA Söderhammen Sofa. Und ich liebe es so, so, so sehr. Oh mein Gott, ich kann es nur weiterempfehlen. Vor allem, was ich cool bei den IKEA Sofas finde, dass man den Bezug austauschen kann. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mal einen grauen Bezug holen soll. Ja, ansonsten seht ihr es hier, die Bilder sind neu. Die habe ich bei Desenio bestellt. Ich glaube, da muss ich nochmal nachfragen. Da werde ich die Tage auch nochmal einen Rabattcode bekommen. Wenn ja, werde ich euch bei Instagram da direkt Bescheid sagen. Ich finde es auf jeden Fall auch richtig cool. Die habe ich vor Australien bestellt. Extra hier mit so einem Palmblatt Flamingo. Vacation Mode on. Und auch mein absoluter Favorite eigentlich ist das hier. Das ist in Gold die Welt, wie ihr sehen könnt. Und da gibt es ja mega viel so in die Richtung. Ich habe halt extra so ein bisschen so Travel- und Beach-mäßig bestellt, dass ich meine Australien-Bilder ausdrucken kann, was ich auch machen muss. Ich muss noch auf jeden Fall meine Karte aus der Kamera mitnehmen. Dann kann ich das vielleicht von Göttingen aus machen, dass ich die ausdrucke und hier halt noch so ein paar persönliche Bilder zwischenhänge. Weil ich finde das immer mega cool, wenn man sich irgendwo quasi so fertige Bilder kauft. Aber um eine persönliche Note mit reinzubringen, hänge ich da mega gerne noch so ein bisschen meine eigenen dazwischen. Zum Beispiel habe ich mit der Drohne richtig coole Luftaufnahmen gemacht von so Inseln und so. Habt ihr auch bei Instagram vielleicht gesehen in meinem Feed. Und ja, die will ich ausdrucken. Ansonsten habe ich hier noch, das kennt ihr ja, die Weltkugel, die ich mir gekauft habe in Australien. Und die Ananas und halt so Accessoires, ne? Also Accessoires für die Wohnung. Ich würde aber sagen, ich rede jetzt gar nicht lange weiter, weil es wird immer später, sondern wir packen jetzt mal weiter die Sachen ins Auto vor allem und dann geht's auch schon los. Ich freue mich. Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt inzwischen gut in Göttingen angekommen. Göttingen ist in diese Richtung. Und ich bin gerade auf dem Feld und teste mein neues E-Longboard. Ich sitze hier gerade drauf, ich kann sogar im Sitzen fahren. Es ist echt so cool. Also ich bin vorhin schon mit Milka eine Runde gefahren, das war auch mega lustig. Allerdings, davon reitet jemand und die galoppiert gerade, ich will auch. Oh Gott, wie geil. Oh nein, ich will auch mal wieder reiten. Naja, egal. Wie gesagt, ich bin vorhin mit Milky schon eine Runde gefahren. Milky war, das Board fährt bis zu 20 km/h. Milky war innerhalb von kürzester Zeit sowas von K.O. und müde. Deswegen, ja, ist die zu Hause und pennt. Und ich dachte mir, ich fahre jetzt nochmal eine zweite Runde alleine, weil ich unbedingt nochmal fahren wollte, weil es so Spaß macht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist richtig cool.
Und genau, hier gibt es so eine Fernbedienung, die man, wie gesagt, in der Hand hat. Und diesen Schalter macht man nach oben. Und je weiter man ihn nach oben drückt, desto schneller wird das Ganze. Und hier gibt es so zwei verschiedene Modusse oder Modi, ich weiß es gerade nicht. Einmal Eco und einmal Sport. Und dann ist hier noch so ein Hase und eine Schildkröte. Und es war halt zuerst auf Schildkröte und Eco. Und ich habe mich gewundert, so warum fährt das so langsam? Ich war halt erstmal richtig enttäuscht. Und es ist vielleicht so 8 km/h gefahren und ich dachte mir so, boah, nee, jetzt habe ich mir das gekauft und jetzt ist es halt einfach ultra lahm. Bis mir dann ein Freund nochmal gesagt hat, dass ich das mal richtig umstellen muss, das Board an- und ausschalten und dass es dann noch schnell fährt und jetzt geht sowas von ab. Es ist richtig krass. Es ist auf jeden Fall, es macht so unglaublich viel Spaß. Ich würde sagen, ich fahre mal ein bisschen und nehme euch mit oder probiere euch mitzunehmen, sagen wir es mal so. Und zwar, das ist es. Pink natürlich. So, und jetzt probiere ich mal zu fahren. Also man kann natürlich auch so darauf fahren. Davon war abgesehen, ich stehe und jetzt gibt man hier so Gas. Und dann fahre ich schon in den Graben. Nein, Quatsch. Stehe ich richtig? Ja, ich stehe richtig. So, und dann gibt man hier Gas und ihr seht schon, dann wird das Ganze schneller. Aber es ist jetzt noch so langsam. Es kann noch viel schneller. Es ist richtig crazy. Ja, wir fahren mal ein bisschen. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Hello, ihr Lieben, ich sehe mal wieder gar nichts. Es ist Ostersonntag inzwischen. Ich bin hier gerade spazieren mit Milka und Betty. Da kommt Milky. Fein. Und Betty kommt da. Betty. Ja, feine Maus. Ich habe gerade nichts zu essen dabei. Sorry. Betty ist die Labradorhündin von meinen Nachbarn. Die haben wir mal mitgenommen. Jetzt scheint sogar die Sonne. Es ist richtig kalt. Aber der Boden ist immer noch nass. Ich wollte nämlich eigentlich Longboard fahren. Allerdings, wie gesagt, ist der Boden nass, deswegen geht es ja leider nicht. Und dann dachte ich mir, okay, klingel ich mal und gucke, ob Betty da ist. Weil die beiden dann wenigstens so ein bisschen rumrennen können und spielen zusammen. Machen sie auch. Ja, und wir laufen jetzt mal hier weiter übers Feld. Nein. Ich habe gerade eben schon so einen Stock geworfen. Die sind einfach beide so typisch Labi, wie die Irren hinter diesem Stock her. Haben mich beide auch schon angesprungen. Ja, geil, ich bin hier auch schon völlig dreckig jetzt irgendwie. Keine Ahnung, ich glaube, die stacheln sich beide gegenseitig so auf, dass es ein bisschen out of control ist, aber was soll's. Egal, die Sachen kann man ja waschen, ne? Oh mein Gott, die beiden haben gerade so süß gespielt. Aber ich habe es nur auf Instagram in meiner Story aufgenommen. Und dann haben wir noch Bleib gemacht. Das können wir nochmal machen. Milka, komm mal hier. So, die beiden machen da jetzt Bleib. Ich entferne mich mal unauffällig. Gerade hat es richtig gut geklappt. Schön bleiben, bleiben. Hey, Platz. Bleib. Okay. Ich glaube, das ist, weil ich die ganze Zeit rede. Aber sie sind nicht hergekommen. Ich glaube, wir lösen das mal auf, dass sie jetzt nicht selber entscheiden, dass sie einfach so kommen. Na, kommt hier! Ihr fein! Ihr fein, ihr Mäuse! Ihr feine Sit! Milka, Sit! Sit! Brav seid ihr! Jetzt erwarten sie natürlich ein Leckerli. Fein, habt ihr gut gemacht. Ihr kriegt beide jetzt mal nichts. Man muss auch nicht immer essen, ne, ihr Labbis. So, da vorne ist jetzt Wasser. Ich hoffe, die beiden gehen nicht direkt komplett rein. Das wäre ein bisschen uncool, aber ich glaube, es ist eh zu kalt, als dass sie das machen würden. Wobei es sind Labis, man weiß nicht so genau, ne? Schauen wir mal. Ein bisschen trinken ist okay, ne? Aber nicht hier komplett baden. Genau. Oh nein, bitte nicht. Betty, ja, schön hier bleiben. Ich habe nämlich keine große Lust, die Betty gleich komplett mal nass meinen Nachbarn wieder zurückzugeben. Oh nein! Mäuschen, wieso schwimmst du denn? Labi, ne? Das ist eben Labi. Schön mit dem Kopf getaucht. Milka zerlegt da einen Stock. Komm, dann ist es doch egal, oder? Aus. Dann könnt ihr um die Wette springen. Hopp. Oh Gott.
Okay, jetzt ist es sowieso egal, sie sind nass. Fein, Betty, aus. So. Aus. Aus, Betty, aus. So, die Betty. Nein, nicht springen. Hey. Die Betty springt so krass. Milka, schneid dir da mal eine Scheibe von ab. Das ist so cool, aber Milka ist eher so fürs Pirschen und Pöbeln. Oh krass. Fein, Betty. Fein. Das hätte ich nicht gedacht, dass die sich den Stock von Milka abnehmen lässt. So, Milk, den nächsten kriegst du, ne? Und jetzt ist Milky auch ganz drin gewesen. Sehr gut. Fein, Mäuse. Kommt ihr raus? Oh, ja, gut. Nein, Milka springt halt einfach nicht gut, Betty. So, ich beschäftige mich jetzt hier mal mit den beiden. Die haben mich auch schon wieder komplett eingesaugt.